Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sparfield. Und wenn wir was machen, ist auf jeden Fall sparen. Das muss man schon mal sagen. Captain, wo soll's als nächstes hingehen? Ja, das weißt du doch, meine Liebe. Das weißt du doch. Apropos meine Liebe, kann ich in der Loge abgeben? Wir müssen noch weiter Constellation Quests machen, ne? Vielleicht kommen wir dazu mal irgendwann in 3 Jahren. Ich guck mal. So, ab geht's auf Voli. Auf nach Neon. Und dann hier und landen. Izay. Ach, rennen kann ich ja gerade nicht. Wir bluten ja mal sofort rum. Aber wir können hier vielleicht mal... Wenn du kurz Zeit hast, habe ich was für dich. Nee, ich muss ganz kurz ins Krankenhaus, Sarah. Dass du das nicht siehst. Direkt nochmal ein Ladebildschirm, na klar. Für den kleinen Raum hier, das ist wichtig. Hallo, mein Freund. Abby und du habt mir wirklich sehr geholfen. Ich habe wirklich Probleme. Kannst du dir mal ganz kurz eben meinen Körper ansehen? Ich bin bereits nackt. Dr. Manning? Du siehst gar nicht gut aus. Setz dich lieber erstmal hin. Ja, kommst du mit dem Material aus der Klinik? Ich brauche Hilfe, Doc. Lass mich mal sehen. Ja. Ich bin überrascht, dass du überhaupt noch rumlaufen kannst. Kann ich halt nicht, ne? Es war alles Giftgas hier. Kümmere dich um alles? Ja, kümmere dich einfach um alles, ja? Flicken wir dich zusammen. Hab schon Schlimmeres gesehen, aber nicht oft. Halt dich fest. Das Narbengewebe wird dir noch mehr Charakter verleihen. Ja, danke schön. Ich danke dir, Doc. Bei Reliant wird dir geholfen. So, und wir sind wieder fit. Wie ein Turnschuh. Jetzt können wir alles tun. Außer uns für unsere Taten verantworten, vor unserem Arbeitgeber. So. Ja? Ich überlege, ob ich doch vielleicht noch einen Punkt... Ich meine, wir können die Schiffe gerade sowieso noch nicht kriegen. Wir leveln trotzdem die ganze Zeit. Ob ich hier vielleicht noch irgendwo einen Punkt reinballere? Denn wir brauchen noch einen Punkt, um da unten reinzukommen. Treffsicherheit, weiß ich gar nicht mehr. Erhöht Chance auf kritische Treffer. Oh, auf 8%. Geil. Und dann 15%. Oh. Und hier Chance auf kritische Treffer. Länger den Atem anhalten. Das ist mir egal, aber ich will die Chance auf kritische Treffer plus 25. Das will ich. Also mache ich erstmal den hier. Machen wir erstmal so. Länger Atem anhalten ist mir fast egal. Töte 125 Gegner mit einer Waffe mit Zielfernrohr. Willst du mich verarschen? Ich weiß schon genau, was wir machen müssen dafür. Ach, naja. So. Holen wir uns den Einlauf mal ab. Aber ich musste mich ja retten, ne? Es ging ja nicht anders. Und die Nachrichten liefen trotzdem, also wir sollten alles geschafft haben. Und dann ist da noch die Sache mit Ursula. Ulusa. Usulula, Lula, Lula. Lalala. Oh. Ma'am, ich kann alles erklären. Es war Giftgas. Meines Wissens wurde dir explizit erklärt, dass dieser Auftrag keine Opfer fordern sollte. Ja, tut mir leid, weil es war keine Absicht. Tut mir leid, dass etwas passiert, war keine Absicht. Das war... Und mein Bestes gegeben, ich hätte noch öfter laden können und noch öfter auf die Randomness der KI, der nicht vorhandenen KI vertrauen. Aber ja, es war keine Absicht, aber es ging nicht anders. Absicht ist irrelevant. Ich weiß, Ma'am. Trotz all deiner Hilfsmittel stehen wir nun hier. Hast du wenigstens versucht, den internen Neuroamp einzusetzen? Natürlich, Ma'am. Er war extrem hilfreich. Er war sehr hilfreich. Und dennoch hast du es nicht ohne Tote geschafft. So bin ich eben, Ma'am. Trotzdem freut es mich sehr, dass die Anwendungen funktionieren. Jetzt müssen wir also warten, bis der SNN die Story ausstrahlt. Ja, Ma'am. Sobald die Story raus ist, wird der Vorstand besprechen, wie wir mit Infinity verfahren. Nur zu, Maeve. Der SNN-Bericht wird ausgestrahlt. Soll ich ihn übertragen? Ja, danke sehr. Schock in New Atlantis, wo der Angriff einer unbekannten Person auf den Sitz von Infinity LTD mehrere Todesopfer forderte. Ja. Die Morde hängen womöglich mit einer laufenden Ermittlung zusammen, in deren Rahmen Drexler unter anderem wegen Auftragsmorden, unerlaubter Versuche an Menschen und Diebstahls angeklagt werden sollte.
Vertreter sowohl der UC als auch des Freestar Collective wurden bereits zu einer Station von Consolidated Mining sowie zur Klinik entsandt. An beiden Orten soll es zahlreiche Opfer gegeben haben. Hintergrund von Drexlers Tat war scheinbar die geplante Veröffentlichung eines von einem Rivalen gestohlenen Produkts. Details zum Produkt und dem betroffenen Rivalen sind noch unbekannt. Es berichtete David Barron, SNN. Perfekt. Mit diesen Enthüllungen haben wir Infinity in der Mangel. Das Meeting beginnt gleich, aber ich möchte dich bitten, unsere Option mit den anderen Mitgliedern zu besprechen. Der Unternehmenswert von Infinity wird jetzt abstürzen. Und wir können die Öffentlichkeit etwas mehr für uns gewinnen. Ryujin übernimmt Infinity und niemand wird gefeuert. Falls du vorhast, Infinity zu retten, die haben es nicht verdient. Wieso würde Ryujin in der Öffentlichkeit von Infinitys Schaden profitieren? Ja, wahrscheinlich übernehmen die Infinity und niemand wird gefeuert. Ganz genau. Natürlich werden wir unter den Angestellten die Spreu vom Weizen trennen und mit der Zeit unnötigen Ballast abwerfen. Indem wir Infinity übernehmen, schalten wir einen Rivalen aus, erhalten ihre besten Angestellten und Verträge und stärken gleichzeitig unser Ansehen. Die Spreu vom Weizen trennen. Ach, bei solchen Ausdrücken, wo es um die Schicksale von echten Menschen geht, kriege ich Gänsehaut. Weil du die Spreu bist, Sarah. Du bist die Spreu. So, ich dachte schon, dass Ryujin zu Anfang mal gut und richtig handeln. Glaubst du wirklich, dass Infinity irgendwelche wertvollen Angestellten hat? Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation. Schön, dass wir uns einig sind. Ja. Deshalb möchte ich, dass du den Rest des Vorstands überzeugst, dass das der richtige Weg ist. Einige sehen das vielleicht anders, aber du hast das perfekte Werkzeug, um sie umzustimmen. Und da wären wir schon. Du willst, dass ich den internen Neuroamp gegen die Vorstandsmitglieder einsetze? Genau dafür ist die Technologie gedacht. Und das Beste ist, dass sie es nicht mal merken. Der ganze Laden ist von innen verrottet einfach. Ich werde den internen Neuroamp nicht gegen meine Kollegen einsetzen. Meinetwegen. Ich überlasse es dir, ob du den Neuroamp nutzt. Aber ich will Resultate. Die Vorstandsmitglieder bereiten sich wohl in ihren Büros vor. Vina ist auch hier und wartet, dass das Meeting startet. Wir brauchen mindestens die Hälfte der Stimmen auf unserer Seite. Bei Gleichstand fälle ich die Entscheidung. Du schaffst das schon. Hat sie nicht Angst, dass wir das ganze Ding bei ihr ausprobieren? Und übrigens, wie gesagt, wir kriegen kurz einen kleinen Einlauf, weil wir Leute umgebracht haben, aber im Grunde genommen spielt es keine Rolle. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Im Grunde genommen, wir kriegen trotzdem 6000 Credits für interne Neuroamp J1 für Infinity LTD. Ach so, beeinflusste Vorstandsmitglieder. Hey, Ularu. Hat Masako dich geschickt, um mich von der Infinity-Übernahme zu überzeugen? Wir wissen beide, dass daraus nichts wird. Infinity verdient es nicht, zur Ryujin-Familie zu gehören. Der Laden sollte stillgelegt werden, dass du einfach nur Probleme bereiten willst. Die Übernahme würde Jobs retten. Das käme aber der Öffentlichkeit gut an. Unser Ruf in der Öffentlichkeit ist gut genug. Der Versuch, Infinity zu retten, würde uns nur schwach wirken lassen. In welchem Universum lebst du denn? Mit den internen Neuroamps sollten wir unsere Konkurrenz vernichten, statt sie einzugliedern. Genau deshalb hat Masakos Stunde als CEO geschlagen. Aha. Ihr seid alle viel zu versessen darauf, den Neuroamp gegeneinander einzusetzen. Ja, stimmt halt. Oh, das klingt ja, als hätte Masako dir etwas sehr Ähnliches gesagt. Das habe ich nie behauptet. Sie ist nicht der Typ, einen Vorteil nicht voll auszunutzen, besonders weil sie die Übernahme von Infinity für richtig hält. Sei doch vernünftig, Ularu, du weißt, dass die Übernahme... Ach, manipulieren ist ja mit dem Neuroamp, oder ist das... Ist das mit meinen geilen Skills? Weißt du was? Wir drehen jetzt einfach alle so, wie wir sie haben wollen. Die wollen uns alle ausnutzen, dass wir nach deren Pfeife tanzen, damit alle nach deren Pfeife tanzen. Und jetzt tanzen sie mal nach unserer Pfeife. Ja, jetzt machen wir die Macht, spiele ich mal mit. Aber erstmal, warum bist du so strikt gegen eine Übernahme von Infinity? Nach dem SSN-Bericht wird es aussehen, als habe Ryujin Infinity bloßgestellt, weil sie uns bestohlen haben. Das ist eine deutliche Botschaft. Wenn wir Infinity übernehmen, wirkt das wie ein Auffangnetz. Sie haben uns bestohlen und überleben dennoch. Wir müssen einen klaren Standpunkt beziehen.
Wer sich mit Ryujin anlegt, ist erledigt. Schlicht und einfach. Ja, aber sei doch vernünftig. Du weißt, dass die Übernahme von Infinity die richtige Wahl ist. Es würde Ryujins Ruf nicht schaden und uns eine größere Kundenbasis verschaffen. Und mehr Kunden bedeutet mehr Profit. Ganz genau. Erstaunlicherweise hast du recht, Agent. Wir sollten dich wohl behalten. Solange alle das Wohl von Ryujin im Sinn behalten, sollte das ein interessantes Meeting werden. Ja. Mit dem internen Neuraum spielt das kaum eine Rolle. Apropos, ich habe vor, den internen Neuroamp im Meeting als Problem anzusprechen. Als Problem? Das wäre sehr unklug von dir. Nur Dalton und Alexis sind dagegen. Alle anderen werden nie und nimmer dagegen stimmen. Aber der interne Neuroamp ist eine Gefahr. Diese Technologie verheißt für Ryujins Zukunft nichts Gutes. Ja, er ist eine Gefahr. Du könntest ihn jetzt gerade nutzen. Nein, das stimmt nicht. Wie ironisch. Auf keinen Fall. Vielleicht war mir das vorher nicht klar, aber du hast recht. Ja, ja. Sollte jemand Vinas Technologie rückentwickeln, würde Chaos ausbrechen. Nicht nur das. Es könnte mir nicht ferner liegen, meinen Verstand der Sorgfalt irgendeines Ingenieurs zu überlassen. Jetzt entschuldige mich. Ich habe noch einiges vorzubereiten. Okay. Prima. Ich muss Sarah mal wegschicken. Wird die kaputt machen, wenn ich hier rumlaufe und mit den Leuten rede. Genauso wie mich diese ganzen Questmarker hier gerade kaputt machen. Okay, wir manipulieren die jetzt einfach so fröhlich in der Gegend rum, wie wir das haben wollen. Vielleicht sollte Sarah mal hier warten. Hör mal. Zur Venus? Warte kurz hier. Nimm dir Zeit. Warum will ich immer zur Venus? So, dann wollen wir mal. Ich hoffe, die kann es nicht hören da hinten. Dann wollen wir unser Spiel mal spielen. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Mitteln. Hätte der Tag doch ein paar Stunden mehr. Ja, ja, das fühl ich. Der Fluch meiner Abteilung. Wenn du etwas zu sagen hast, fass dich kurz. Der Fluch meiner Abteilung. Hä? Wieso bin ich denn der Fluch? Weißt du nicht mehr, was ich nach deiner Einstellung sagte? Ja. Alle rechtlichen Probleme sind meine Probleme. Mhm. Mach keinen Ärger mit Behörden. Was? Du warst sehr fleißig, was mir viel Arbeit beschert hat. Ja, ich bin nicht sehr diskret. Ich mag Ergebnisse. Ich habe gehört, dass du nicht begeistert von der Aussicht bist, Infinity zu kaufen. Hä? Das hast du richtig gehört. Alles deutet darauf hin, dass Infinity LTD für uns Pandoras Büchse wäre. Was genau sind deine Argumente gegen eine Übernahme? Infinity LTD hat mit Sicherheit weit mehr Dreck am Stecken, als wir wissen. Ja, aber... Es wäre eine Herausforderung, all diese Spuren zu finden und zu verfolgen. Ich will nicht von der Vergangenheit einer anderen Firma überrumpelt werden. Das wird also viel Zeit und Geduld fordern. Ja, verstehe ich natürlich, aber auf der anderen Seite ist natürlich alles Vorkauf und Nachkauf. Ne? Und wenn man dann die Vorkaufsprobleme bereinigt, dann würde ich das auch als Öffentlichkeitsarbeit machen, damit man selber auch wieder toll dasteht. Aber von juristischen Problemen abgesehen, überwiegen definitiv doch die Vorteile. Erkläre mir, warum Infinity eine gute Investition ist. Etwas Lachen könnte mir gut tun. Es klingt für mich ziemlich dumm, eine Entscheidung aufgrund einer vagen Möglichkeit zu treffen. Möglicherweise sehe ich das etwas überspitzt. Ja, und du tust auch so, als der Nutzen überwiegt die juristischen Probleme bei weitem. Außerdem zählen die Credits. Hast du zu viel Zeit mit Linden verbracht? Hier geht es um weit mehr als nur Credits. Ich dachte, weil der Handel steht, geht das automatisch schon. Es reizt sich doch bestimmt, einen wasserdichten Deal hinzubekommen. Solide Verträge sind meine Spezialität und dieser wäre eine besondere. Oh nein, es hätte sogar funktioniert. Okay. Du willst doch nicht etwa, dass Tausend ihren Job verlieren, oder? Oh, hier ist auch wieder manipulieren. Ich bleibe bei meiner Meinung. Oh, willst du mich verarschen? Das reicht jetzt. Ich hatte mir das unterhaltsamer vorgestellt. Willst du mich verarschen? Wenn du doch nur echtes Talent für Überzeugungsarbeit hättest. Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Ich hab gerade das Ding eingesetzt und es hat nicht funktioniert. Den Neuroamp hatte ich eingesetzt und das hat nicht getriggert?
Oh, das ist aber weird. Okay, weißt du was? Nö. Einfach nein. Wieso hat denn der Neuro-M nicht funktioniert? Ich dachte, damit kann ich alle Leute überzeugen. So viel zu tun. Der Fluch mal. Ja, warum ist denn der Fluch? Entschuldigung, Leute. Weißt du nicht mehr, was ich... Nein. Alle rechtlichen Du warst... So, ich will, dass das hier alles klappt. Ich hab gehört, du bist nicht sehr begeistert. Das hast du richtig. Ja, okay. Was genau sind deine Argumente? Infinity LTD. Es wäre eine... Ich will nicht von... Ja. Von juristischen Problemen aber, ne? Erkläre mir, warum Infinity eine... Ja. Die Nachteile der Übernahme fallen nur auf deine Abteilung zurück. Aber das ist doch kein Argument für sie, oder? Aber ich meine, es ist manipulieren und es funktioniert bei ihr nicht. Also wenn ich meinen Neuro-Amp einsetze, scheint sie immun zu sein, ja? Ich probiere mal. Die Nachteile der Übernahme? Ich glaube, langsam verstehe ich deinen Standpunkt. Ach doch. Okay, jetzt geht's. So, du gehörst zum besten Rechtsteam in den besiedelten Systemen. Du schaffst das. Meine Bedenken gehen weit tiefer als diese Argumente. Mann, oh Mann, oh Mann. An die Menschen, das hier funktioniert ja eh nicht. Ich probiere es mit den Menschen, ja? Mal gucken. Ich denke an die Menschen in diesem Unternehmen. Das reicht jetzt. Ich hatte mir das unterhaltsamer vorgestellt. Wenn du doch nur echtes Talent für Überzeugungsarbeit hättest. Na gut. Na gut. Wenn du einen juristischen Albtraum willst, wäre der interne Neuro-Amp ein Volltreffer. Das kannst du laut sagen. Erstens, wenn du das Gerät an mir benutzt hast, zerre ich dich für den Rest deines Lebens von einem Gerichtsverfahren zum nächsten. Würde ich nie tun. Zweitens... Ist die Technik eine Menschenrechtsverletzung, die keine Rechtsabteilung verfechten will? Mhm. Ich werde tun, was ich kann, damit sie ernsthaft verzögert wird oder nie ans Licht der Welt kommt. Dann sind wir uns hier einig. Sehr gut. Warum lehnst du den internen Neuroamp ab im Gegensatz zu den regulären Neuroamps? Weil die externen Neuroamps nur den Nutzern persönlich helfen sollen. Sie fördern Kognition, Kommunikation, Zuversicht, Dinge, die das eigene Selbstbild stark beeinflussen können. Ja, so etwas kann missbraucht werden, aber deshalb ist der Einsatz gesetzlich geregelt. Hm. Fällt dir beim internen Neuro-Amp irgendein positiver Aspekt ein? Diese Technologie ist nur mit kompletter Kontrolle über alle Anwender für gute Zwecke nutzbar. Das glaube ich auch. Sobald sie auf den Markt kommt, offen oder privat, ist diese Kontrolle dahin. Nicht nur das. Und darüber hinaus könnte jeder, der die Technik in die Hände bekommt, sie ungehindert weiterentwickeln oder verändern. Ja, sehe ich auch so. Der interne Neuro-Amp hätte nie das Tageslicht erblicken dürfen. Ich bin erfreut und überrascht, das von der einzigen Person zu hören, die einen hat. Masako kann von Glück reden, dass sie dich hat, auch wenn du mir nichts als Ärger machst. Vom internen Neuro-Amp abgesehen bist du womöglich Ryujins größte Trumpfkarte. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, aber ich muss mich jetzt wirklich meine Notizen zuwenden. Natürlich. Schade, dass das eine nicht geklappt hat, aber dann akzeptiere ich das einfach so. Ich habe es versucht, nochmal hinzubiegen, aber sie lässt sich nur sehr schwer überreden. So. Hallo, Genevieve? Will Masako sicher gehen, dass ich noch auf ihrer Seite bin? Vielleicht. Warum denkst du, dass Masako mich geschickt hat? Weil ich dasselbe tun würde. Wer im Geschäft etwas erreichen will, überlässt nichts dem Zufall. Die Frage ist nur, wie weit du gehen sollst, um mich zu überzeugen. Boah, mit dem Licht und so sieht das gerade voll cool aus. Vielleicht, das hängt davon ab, auf welcher Seite du bist. Du kannst Masako sagen, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Wir verfolgen nämlich die gleichen Ziele. Ja. Wir müssen zuschlagen, bevor die Öffentlichkeit wieder abgelenkt wird. Kostenlose PR ist immer gut, besonders wenn sie uns gut dastehen lässt. Okay, jetzt ist sie kostenlos, aber sie... das passt schon. Es muss bei der Übernahme von Infinity eine Schattenseite geben. Wo liegt das Problem? Das Problem dabei sind die Unbekannten. Linden und Alexis werden alle Hände voll zu tun haben. Ja, das stimmt. Nicht, dass mich das nicht betrifft. Wenn irgendetwas davon an die Öffentlichkeit gelangt,
werde ich mich darum kümmern müssen. Und was spricht für die Übernahme? Infinity ist ein gebeuteltes Unternehmen, dessen tausende Angestellte gerade um ihre Zukunft bangen. Wir sind der rettende Engel, die warme Umarmung der Sicherheit. Ja, das stimmt. Wir würden das ganze unschuldige Personal retten, würde uns in gutem Licht dastehen lassen. Ich kann aus der Sache mindestens ein Jahr gute Presse herausschlagen. Wieso ist Sarah immer noch da? So. Okay, denkst du wirklich nur an die Verbraucher? Bei uns dreht sich alles um Verbraucher. Natürlich kümmere ich mich vor allem um ihre Wünsche und Bedürfnisse. Täte ich das nicht, wäre ich jetzt nicht in dieser Position. Verstehe. Okay, wenn du Ryujin weiterhin gut dastehen lassen willst, solltest du eine wichtige Sache beachten. Hä, welche denn? Ah ja, diese Sache. Na schön. Nach allem, was du getan hast, hast du dir wohl eine Meinung verdient. Egal, wie unqualifiziert du vielleicht bist. Frech. Also, lass hören. Hast du schon mal bedacht, wie übermächtig der interne Neuroamp ist? Natürlich. Deshalb weiß ich auch, dass wir sehr vorsichtig damit umgehen müssen. Aber anders als Alexis glaube ich, dass wir die nötigen Auflagen und Regelungen für ein marktfähiges Produkt einrichten können. Nein, könnt ihr nicht. Schließlich tun wir das jeden Tag für unsere Personen und Schiffswaffen. Das ist was ganz anderes. Also wir sollten... Nein, Kapital, nein. Den internen Neuroamp. Die Forschung sollte unbedingt verboten werden. Der mögliche Aufschrei gegen diese Technik ist mir bewusst. Aber der interne Neuroamp wird ein neues Zeitalter der Technik einläuten. Mit Ryujin an der Spitze. So eine Gelegenheit gibt man nicht einfach auf. Der wird ein neues Zeitalter des Missbrauchs einläuten. Und die Öffentlichkeit soll ein Produkt gutheißen, das nichtsahnende Bürger manipulieren kann? Nicht, wenn man es so formuliert. Aber ein Produkt, das Konflikte lösen oder jemandes Sichtweise erweitern kann? Nein. So ein Produkt kann man den Verbrauchern schmackhaft machen. Nein. Wie es scheint, hast du tatsächlich mehr Talente als nur als Agent. Gutes Gespräch. Hä? Vielleicht ziehe ich dich in Zukunft wieder zu Rate. Aber... Sonst sind die unteren Fragen, ne, also sonst im ganzen Spiel sind die unteren Fragen immer zusätzliche Gesprächsoptionen, die halt auch nicht anders markiert sind, dass man da noch mehr Infos kriegt, wie zum Beispiel bei Witcher 3 schon der Fall war. Wenn du mehr Infos willst, dann nimmst du erstmal die orange markierten Gesprächsdinger und dann kannst du dich für das gelb markiertes entscheiden, damit es weitergeht. Hier ist das überhaupt nicht markiert und normalerweise war es immer ein Leitfaden für mich, das hat das ganze Spiel über geklappt. Die unteren Fragen geben immer mehr Infos. Deswegen habe ich mir die immer angehört. Nur dieses eine Mal hier ist die untere Frage ein, ja, ist mir doch egal, ich bleibe bei meiner Meinung. Und das Überzeugen ist jetzt weg. Ja, nun. Nun. Ich wünschte, dafür wird es vielleicht auch nochmal eine Mod geben, dass man erkennen kann, welche Gesprächsoptionen weiterführen und welche halt erstmal Fragen beantworten. Will Masako sicher gehen, dass ich noch... Ja, okay, warte, ich muss... Weil ich dasselbe tun will. Ach, die Frage ist ja, nur... Ja, okay, vielleicht... Du kannst Masako sagen, dass... Wir müssen zuschlagen. Kostenlose PR ist... Ja, okay, hier, ne, unten die Fragen. Immer mit Fragezeichen, gibt immer mehr Infos. Infinity ist ein Gebäude. Wir sind... So. Das Problem dabei sind die... Nicht, dass mich... Und jetzt kann ich mich entscheiden, ne? So, wir würden das ganze unschuldige Personal retten. Ich kann aus der Sache mindestens ein... Gute Presse, denkst du wirklich um die Verbraucher? Bei Fragezeichen. Uns dreht sich alles um. Täte ich das nicht? So, gut dastehen lassen. Na schön. Also, lass hören. So. Natürlich. Aber anders als Elek... Schließlich tun wir das je... Okay. Und jetzt? Die Forschung soll verboten werden? Der mögliche Aufschrei gegen die... Aber der intern... So eine Gelegenheit. Ich habe jetzt Angst, dass wieder... Und jetzt ist das Fragezeichen, ne, und die Öffentlichkeit, bla, gut heißen. Und es liest sich auch so, als würden wir mehr Infos kriegen und könnten es dann entscheiden. Aber das ist offenbar einfach dann weg. So. Keine Chance. Sarah wird unten wieder fuchsteufelswild sein, weil die kriegt 3 Kilometer entfernt alles mit, was wir machen. Keine Chance, dass du den moralischen Aufschrei zum Schweigen bringen kannst. Du hast recht. Wenn wir das Vertrauen unserer Kunden verlieren, ja, können wir es womöglich nie wieder zurückgewinnen. Nie wieder. Schlimmer noch, sie könnten direkt zur Konkurrenz überlaufen. Ja. Wie es scheint, hast du tatsächlich mehr Talente als nur als Agent. Gutes Gespräch. Vielleicht ziehe ich dich in Zukunft wieder zu Rate.
Das war super weird. Schön, dich wiederzusehen. Hey, Vena. Was machst du? Warum sitzt du hier? Ich speichere direkt mal wieder, damit ich das Gespräch nochmal neu laden kann. Und wie geht es dir heute? Ich hoffe, du hast keine Erinnerungslücken oder Flashbacks oder dergleichen. Ah, naja, mir geht's toll. Keinerlei Nebenwirkungen soweit. Warte mal, sind das die bekannten Nebenwirkungen? Was? Natürlich nicht. Das ist alles rein theoretisch. Wirklich? Na gut. Also noch geht's mir toll, keinerlei Nebenwirkungen, nix. Das ist großartig. Dann ist das Dominion-Projekt wohl bereit für ernsthafte klinische Studien. Mist, ich hätte das anders... Wieder ein Stück näher an der Marktzulassung. Genevieve wird aus dem Häuschen sein. Also, sag mir, was du vom Neuroamp hältst. Dieser interne Neuroamp verändert alles, Vena. Du wirst noch berühmt werden. Vena, diese Technologie ist gefährlich. Niemand sollte solche Macht besitzen. Ich hoffe doch, du meinst nicht ernsthaft, dass diese Technologie, an der ich seit Jahren arbeite, nie das Licht der Welt erblicken soll. Diese Technik ist bahnbrechend. Mein Lebensweg. Hast du denn nie über Konsequenzen Gedanken gemacht? So. Du bist Wissenschaftlerin, also hör mir bitte zu und betrachte das von allen Seiten. Oh, ich will wieder so versagen jetzt beim Überzeugen. Na schön. Erklär es mir. Okay. Die Leute werden deine Arbeit rückentwickeln, dann gibt es noch viel mehr Tote, wie in der Klinik. Noch viel mehr Tote, wie in der Klinik. Und das könnte wirklich übel ausgehen. Oh. Nach dem Gespräch fühle ich mich geradezu wie ein Monster. Aber du hast recht. In einer perfekten Welt könnte diese Technik viel Gutes bewirken. Aber die Welt ist nicht perfekt. Weit davon entfernt. Weit davon. So. Betrachte nächstes Mal das große Ganze. Die Konsequenzen des internen Neuroamps sind eklatant. Ja. Schon gut. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich wollte nur sicher gehen. Es muss eine Abstimmung entscheiden. Es steht nicht auf der Tagesordnung, also nehme ich an, du wirst es ansprechen? Ich muss. Wir können nur hoffen, dass die anderen es einsehen. Die nächste Frage ist dann wohl, was wird aus Infinity Ltd? Tja, hast du eine klare Meinung zur Übernahme? Ich würde die Firma gern übernehmen, aber wenn nicht, könnte ich damit leben. Doch, finde ich schon gut. Mag beim Versuch, meine Arbeit nachzubauen, zu weit gegangen sein, aber als Ingenieurin ist sie brillant. Ich bin neugierig, woran sie noch gearbeitet hat. Ich würde gern ihre Forschung sehen. So, wenn wir sie übernehmen, decken wir bestimmt lustige Versuche, unsere Arbeit nachzubauen. Stimme gegen die Übernahme. Ihre Forschung taugt nur... Nee. Wenn wir sie übernehmen, decken wir bestimmt lustige Versuche, unsere Arbeit nachzubauen. Genau. Nicht, dass ich hämisch wäre. Okay, vielleicht ein bisschen. DeMarcus und ich freuen uns schon lange darauf, also hoffe ich wirklich sehr, dass der Deal durchgeht. Tja, das war definitiv das interessanteste Gespräch, das ich heute hatte. Jetzt können wir nur noch auf das Meeting warten, was? Wir sehen uns dort. Tut mir leid wegen deiner Arbeit. Das lief besser, als ich dachte. Oh, hier nochmal rein. Na, Duganove? Das dürfte ein äußerst interessantes Meeting werden. Glaube ich auch. Ich nehme an, du weißt, welches Resultat Masako anstrebt. Ich soll den Vorstand mit dem internen Neuroamt dazu bringen, den Kauf von Infinity Ltd. abzusegnen. Ja, hier. Das verdammte Ding. Ja. Wenn es nach mir ginge... hätten wir das Dominion-Projekt schon längst eingestellt. Sehr gut. Ich hielt es für ein Sicherheitsrisiko. Und ich hatte recht. Ja. Ja. Warte mal, sag bloß, dass du Masako tatsächlich mal in einer Sache widersprichst. Es kommt nicht oft vor, aber ja. Und nicht nur ich habe ursprünglich dagegen gestimmt, diese Forschung zu verfolgen. Du warst von Anfang an gegen das Dominion-Projekt? Absolut. Ich verstehe, wie viel Erfolg es Ryujin bringen kann, aber ich sorge mich vor allem um die Sicherheit. Natürlich. Die Mehrheit der Vorstandsmitglieder weiß um die Risiken, glaubt aber, dass wir sie überwinden können. Diese Überheblichkeit könnte dieses Unternehmen eines Tages zu Fall bringen. Hoffentlich ohne mich. Ja, wir haben selbst gesehen, wie gefährlich die Technologie ist. Sie sollte nie verkauft werden. Ganz meine Rede. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen das auch so sehen. Wenn wir dafür stimmen, Infinity Ltd. zu übernehmen, würde das für mein Team einigen Mehraufwand bedeuten. Ich will nicht, dass dieser neue Neuroamp uns noch mehr Probleme beschert als ohnehin schon. So. Denkst du, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Infinity zu übernehmen? Das ist nicht der beste Zeitpunkt. Aber davon abgesehen bin ich weder für noch gegen die Übernahme. Das wäre nicht die erste Übernahme in unserer Geschichte und auch nicht die letzte. Wenn Masako Infinity integrieren will, werde ich mich nicht gegen sie stellen.
Gut, gut. Aber die Übernahme ist auf jeden Fall der Mühe wert. Ich weiß auch, dass dein Team eine Sache gewachsen ist. Uns erwarten mehrere Monate Arbeit. Infinity Ltd. ist nicht gerade für gute Sicherheitsmaßnahmen bekannt. Ja, naja. Ich hoffe nur, dass Masako und die anderen genug Geduld für den Prozess haben. Jetzt entschuldige mich. Ich habe Vorbereitungen zu treffen. Natürlich. Wir werden Ularos Kündigung bei diesem Meeting bekannt geben. Die Security muss also bereitstehen, um sie aus dem Gebäude zu eskortieren. Oh, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt darauf. So. Da ist Sarah hinterhergewandert. Huch. Waren wir hier nicht schon? Ach, das ist der andere. Warte, warte. Der letzte jetzt aber. Oh. Ihr Agents zieht auch wirklich alles an. Was? Das ist mein Schleichoutfit. Das ist super. Ich könnte natürlich, und ich sollte wahrscheinlich auch, wenn ich hier unterwegs bin, mein Business-maßgeschneidert Anzug anziehen, ne? Und dazu vielleicht noch, nein. Wo habe ich... Habe ich sonst keine Helme oder sowas? Ja, irgendwie nicht so. Gut, ich bleib mal bei dem. Hätte ich die vielleicht die ganze Zeit schon tragen sollen. Genau dich wollte ich sehen. Ich möchte mir für dieses Meeting aller Einzelheiten gewiss sein. Ja. Und ich halte dich für eine der besten Quellen in dieser Sache. Danke, Sir. Ah, ich bin nicht nur eine der besten Quellen, sondern die beste Quelle. Ja. Gut, ich wollte mit dir auch über das Meeting reden. Ein effizienter Austausch. Ja. Im Rahmen deiner Aufträge hattest du die Chance, Mitgliedern von Infinity Ltd. zu begegnen. Mhm. Verdienen sie eine zweite Chance? Und warum? Oh, jetzt werde ich mal gefragt. Die Belegschaft von Infinity ist größtenteils inkompetent. Der Großteil der Arbeit ist unschuldig. Sie wussten nicht, was tatsächlich los war. Okay. Auf jeden Fall. Und wir können dadurch auch die Jobs von tausenden Menschen retten. Ich weiß, ob ihm das wichtig ist, weiß ich nicht genau. Diese Art von Selbstlosigkeit ist ja, ein Luxus, gedacht. Den ein Unternehmen sich nicht leisten kann. Es ist eine finanzielle Last und wäre für mich ein enormes Unterfangen. Ah, ich hab's mir gedacht, wir müssen mit ihm reden wie so ein... Naja. Okay. Wieso dachte ich nur, die würden was bedeuten? Wir würden Angestellte zu Infinitys günstigeren Gehaltskonditionen übernehmen. Das ist wahr. Infinity hatte nie die Ressourcen, um mit unseren Gehältern mitzuhalten. Richtig. Uns ihre wenigen fähigen Angestellten zum halben üblichen Gehalt zu sichern, könnte sich auf lange Sicht durchaus auszahlen. Ja, natürlich. Nächste Frage. Was hältst du davon, wie Masako mit dem Verrat umgegangen ist? Das wurde gut gemanagt. Es zeigt, wie hervorragend Masako die verschiedensten Situationen bewältigt. Warum siehst du das so? Ich widerspreche nicht. Ich möchte nur verstehen, wie du zu dieser Einschätzung kommst. Masako und Dalton hatten schon einen Plan, um den Morwurf zu enttarnen, und der ging auf. Masako blieb cool und hielt sich an den Plan. Die Info verfrüht rauszugeben, hätte Panik verursacht. Ja. Ja. In der Tat, hätte Masako uns zu früh informiert, hätte es zu internen Kämpfen kommen können. Richtig. Danke für deine Einsichten. Da du mir so bereitwillig geholfen hast, sollte ich wohl fragen, ob ich etwas für dich tun kann. Ja, da wäre was. Wie schätzt du den internen Neuroamp ein? Das ist der nächste große Schritt für Ryujin. Er wird uns jahrelang finanzielle Sicherheit bieten. Er ist ohne Zweifel unsere Zukunft. Das Ding ist, er ist der Finance-Typ und natürlich ist der Finance-Typ nur an Finanzen interessiert. Die Charaktere sind größtenteils immer so einseitig, haben so gar keine Tiefe, ja. Er ist der CFO, also guckt er nur auf Finanzen, hat gar keine menschliche Seite. So, die sind alle Roboter hier irgendwie. Die sind halt wirklich, wirklich NPCs einfach. Das ist so, ach Mann. Keiner kann von so einer Position abweichen oder vielleicht mal irgendwelche anderen Einsichten haben oder vielleicht hin und her gerissen sein, was das betrifft. Ja, also die interne Neuroamp ist... Die sind gefährlich, die sollten verboten werden. Die Technik ist nur für die gefährlich, die sie sich nicht leisten können. Wow. Das treibt die Verkaufszahlen an. Wow, ja, das ist einfach. Und wenn ein Konkurrent herausfindet, wie man ihn überbrückt, herrscht das reinste Chaos. Und bekanntlich hasse ich Chaos. Meine Stärke sind Finanzen, das ist also ein gutes Argument. So eine dumme Diskussion. Die Konkurrenz hat die Technik noch nicht gemeistert, aber das kann auch kommen. Das ist so dumm. Dieses Risiko will ich nicht eingehen. Hä? Das Erste. Nun, das war alles sehr erhellend. Vielen Dank für deine Zeit. Das war so ein dummes Gespräch einfach. Wow. So,
die Konferenz, die nehmen wir noch mit. Mal gucken, was passiert. Wir wollen auch das Ergebnis sehen von dem, was wir gemacht haben. Warte auf die anderen. Da kommen sie schon alle. Wurden alle reingespawnt. So. Puh, ich bin mal gespannt. Beeinflusste Vorstandsmitglieder 3 von 7? Aber haben wir nicht alle beeinflusst? 4 von 7. Achso, das aktualisiert sich gerade die ganze Zeit, oder was? Lasst uns anfangen. Wie ihr wisst, haben wir im SNN erfolgreich die fehlgeschlagenen klinischen Studien und Mordaufträge von Infinity LTD enthüllt. Die Öffentlichkeit will, dass die Leitung, insbesondere Lucas Braxler, vor Gericht kommt. Und er arbeitet sicher schon an seiner Kündigung. Ryujin wird bald eine Stellungnahme abgeben, aber jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt, Infinity zu übernehmen. Das da oben links ist zum Glück nicht nervig. So. Mit unserer Absicht, Infinity zu übernehmen, würden wir die Mitarbeiter beruhigen. Nichts sagen. Durch die Ankündigung wollte Ryujin das öffentliche Vertrauen gewinnen. Da stimme ich tatsächlich zu. Die Übernahme birgt Risiken und wird uns allen viel Arbeit bescheren, aber insgesamt wird sie sich für uns auszahlen. Lul. Außerdem ist Infinity LTD aufgrund der aktuellen Situation günstiger denn je. Einwände? Infinity LTD ist eine Unbekannte. Die rechtlichen und finanziellen Risiken sind unhaltbar. Ich werde die Entscheidung nicht unterstützen. Ich habe jetzt schon genug um die Ohren. Wir ignorieren hier alles, was uns überhaupt erst in diese Lage gebracht hat. Ja, unsere Sicherheit hatte Lücken. Aber Dalton wurde von Masako eingestellt. Das Problem sitzt also ganz oben. Tatsächlich schlage ich hiermit Masakos Absetzung als CEO vor. Mhm. Du solltest diese Linie nicht überschreiten. Und da du die Verräterin bist, solltest wohl eher du deiner Stellung enthoben werden. Moment. Soll das heißen, du hast gelogen? Dalton, du selbst hast verkündet, Imogen sei die Verräterin gewesen und die Sache erledigt. Ja. Von wem wir angeguckt? Wir haben bei Imogen gelogen. Imogen war einfach nur ein Opfer. Ulara hat erst angehängt. Imogen ist unschuldig. Sie hat einen wichtigen Beitrag zu Ularos Bloßstellung geleistet. So. Wir haben bei Imogen gelogen, damit Ulara sich selbst belastet. Ja, Imogen ist unschuldig, sie hat einen wichtigen Beitrag zu Ularos Bloßstellung geleistet. Hast du irgendwelche Beweise für diese unerhörte Anschuldigung? Aber natürlich. Den Code, den du auf dieser Slate versteckt hattest und der belastende Beweise gegen Masako auf Lucas Draxlers Computer laden sollte. Ich mache es kurz, Ularo. Du bist gefeuert. Bis zu deinem Entlassungsgespräch wirst du unter Bewachung in deinem Büro bleiben. Das ist nicht fair. Gib mir wenigstens die Chance, zurückzutreten. Damit du direkt bei der Konkurrenz anheuern kannst? Wohl kaum. Ich höre zum ersten Mal davon und werde mir die Beweise genau ansehen müssen. Aber aus dieser Sache kommst du nicht so einfach raus. Hm. Du wirst für eine lange Zeit verschwinden. Du bist ja erledigt, Ularo. Wachen. Bringt Miss Chen in ihr Büro und seht zu, dass sie dort bleibt. Ihr werdet das bereuen. Ihr alle. Wir werden wohl lediglich bereuen, dir je vertraut zu haben. Nun dann, zurück zur Sache. Wer stimmt für die Übernahme von Infinity LTD? Ich. Wer ist dagegen? Gut. Alexis, setze die nötigen Dokumente dafür auf. Möchte jemand noch etwas zur Diskussion stellen? Ja. Meiner Meinung nach sollte die Arbeit am internen Neuroamp, der interne Neuroamp ist zu gefährlich, um ihn auf den Markt zu bringen. Der interne Neuroamp wird den Erfolg von Ryujin Industries für mindestens die nächsten 10 Jahre garantieren. Warum sollten wir ihn jetzt aufgeben, da er funktioniert? Kann ich nicht manipulieren? Er beraubt einen Menschen seines freien Willens und das ist falsch.
Wenn die Öffentlichkeit davon erfährt, ist das Vertrauen dahin, besonders gegenüber Ryujin. Der interne Neuroamp ist im Prinzip ein Gedankenkontrollgerät, er sollte verboten werden. Also die Leute interessiert ja eh nur, das hier interessiert die Leute ja eh alles gar nicht, ne? Es gibt zu viele moralische Konsequenzen, die vor einer Markteinführung geklärt werden müssen. Pass doch auf. Ja, ist das Vertrauen dahin, besonders gegenüber Ryujin? Ja. Mach mal so. Unglaublich, dass ich das sage, aber er hat recht. Von den Vorteilen ganz abgesehen, sind die Nachteile moralisch und ethisch nicht zu verantworten. Sobald die Öffentlichkeit von den Möglichkeiten dieser Technologie erfährt, wird es einen enormen Aufruhr geben. Na schön. Wer ist für die Einstellung des Dominion-Projekts? Ich. Vina, bereite Dominion zur Einlagerung vor. Hat noch jemand etwas vorzutragen? So einfach geht das? Wow. Nein? Dann sind wir für heute durch. Okay. Wenn du hier bist, machst du draußen wenigstens keinen Unfug. Ich glaube, die mag uns. So. Hey, Masako. Den internen Neuroamp einstellen, das hätte ich nicht erwartet. Tut mir leid. Ja, vielleicht verstehst du jetzt, was so gefährlich am internen Neuroamp ist. Ah. Wohl wahr. Aber das zeigt auch, wie nützlich er ist. Was zählt ist, dass Lucas Drexler eine Lektion gelernt hat und eine Verräterin enttarnt wurde. Gern geschehen. Du hast dich hier bei Ryujin als äußerst hilfreich erwiesen. Wenn das eine Art ist, sich zu bedanken, ich habe nur meinen Job gemacht. Danke, das von Ryujins CEO zu hören, ist ein ziemlich großes Kompliment. Du hast es dir mehr als verdient. Ich schätze deine Hilfe bei der Enttarnung von Ularu sehr. Unsere Agents mussten noch nie so umfassend gegen unsere eigenen Leute ermitteln. Das kann für dich nicht leicht gewesen sein, zumal du noch nicht lange bei uns warst. Ja, ich bin auch stolz auf dich. Jemand musste Ularu das Handwerk legen. Wer weiß, was sie ohne dein Eingreifen als nächstes getan hätte. Puh, ich tue, was auch immer nötig ist. Das war für mich überhaupt kein Problem. Für solche Jobs lebe ich. Ist auch weird. Ja, ja. Wie oft passiert es denn bei Ryujin, dass jemand sich gegen das Unternehmen arbeitet? Selten. Und erst recht nicht in diesem Ausmaß. Ab und an versucht jemand, Informationen zu verkaufen. Aber dank unserer Sicherheits- und Operationsabteilungen kommen solche Pläne nie weit genug, um Schaden zu verursachen. Na zum Glück. Das war das erste Mal, dass ein Mitglied dieser Abteilungen beteiligt war. Na zum Glück. Ja. Also für mich war das wirklich nichts Besonderes. Imogen hat sich in dir nicht getäuscht. Wie versprochen habe ich hier deinen Bonus. Ich hoffe, die Summe ist deinen Mühen angemessen. Wahrscheinlich nicht. Außerdem hast du dir eine Beförderung mehr als verdient. Glückwunsch. Oh, dankeschön. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Job für mich ist. Erzähl mir noch mal mehr über meine neue Position. Was die Details angeht, wäre es sicher angebracht, dass jemand aus Operations dir alles erklärt. Aha. Okay, vielen Dank. Wow, Erfahrungspunkte, 350. Geil. Aber dafür war es ein sehr langer Weg. Sprich mit Imogen. Oh, puh, ich, Achso, Sarah, du bist ja immer noch hier. Ja, gut, dann. Wir haben nur einen Punkt. Ausgezeichnet. Ja, komm mit. Ich wollte das heute abschließen eigentlich, deswegen mache ich die ganze Zeit noch weiter. Wo ist denn Imogen? Emoji, wo ist denn Emoji? Willkommen im Ryujin Town. Ja. Ist sie wieder auf ihrem alten Posten? Ich bin unsicher. War die bei Operations? Ist schon ein bisschen her. Okay, ich schau mal eben. Ist sie schon wieder da? Nee, ne? Oh doch, das ging auch schnell. Imogen Salzo. Du hast hier einiges durcheinander gewirbelt. Du aber auch. Unglaublich, dass Ularu mir das anhängen wollte. Das hätte ich besser wissen sollen. Aber das ist Schnee von gestern. Es wird Zeit, dass für dich der Alltag wieder einkehrt. Im Ernst, ich soll mich gleich wieder an die Arbeit machen? Selbstverständlich. Auszeit ist hier ein Fremdwort, weißt du? Wow, wow. Aber schön, dich wieder im Büro zu sehen, Imogen. Auf mich wartet leider zur Feier meiner Rückkehr nichts als ein Haufen Papierkram.
Als Neuzugang wurdest du persönlich betreut. Aber die meisten Aufträge hier werden über die Auftragsbörse vergeben. Mhm. Dort findest du alle Aufträge, die von den Technikern eingereicht und von mir genehmigt wurden. Fragen? Ich habe mit dir also gar nichts mehr zu tun? Nein, aber sieh das als Verbesserung. Ich tue es jedenfalls. Oh, Sage. Die Auftragsbörse ist für uns beide effizienter. Okay, was ist denn so eine Auftragsbörse? Tja, sobald wir hier fertig sind, kannst du in dein Büro gehen und es dir selbst ansehen. Sieh es als eine Art Computer, über den du dir deine Aufträge einfach aussuchen kannst, statt jedes Mal zu mir kommen zu müssen. Oh, ich mach das Gespräch immer. Was sind das denn so für Aufträge? Dich sollte da nichts Neues erwarten. Den Großteil unserer Arbeit hier hast du während deines Trainings schon erlebt, wenn du dich erinnerst. Ja. Dateien hochladen, Indizien manipulieren, Blaupausen beziehen, du weißt schon, solche Sachen eben. Okay, verstehe. Das macht deinen Job doch deutlich einfacher. Schön wär's. Aufträge zu genehmigen ist alles andere als spannend. Mit deiner Beförderung hast du dir ein Büro verdient. Wenn du soweit bist, findest du dort eine persönliche Auftragsbörse. Und das Beste von allem, du kannst deine Arbeitszeiten selbst festlegen. Ah. Und bevor ich's vergesse, Glückwunsch. Vielen Dank. Kann ich auch außerhalb des Ryujin Towers auf die Auftragsbörse zugreifen? Nein, nur innerhalb des Towers. Ah. Auf solche Daten in der Öffentlichkeit zuzugreifen, wäre ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Schade. Na gut. Danke, Imogen. Wir sehen uns. Das will ich hoffen. Sieh dir die Börse an. Wenn du irgendwelche Fragen hast, steht meine Tür jederzeit offen. Aber nur für dich, versteht sich. Ah. Ich lass Sarah draußen. So, unser Büro. Das ist... unser Büro. Ich lass das mal hängen. Schwerer Tritt, den nehme ich mal mit. Okay, das nehme ich auch mal mit. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Bah, Scheiße. Digi-Dietrich. Ein Cam. Warte. Hippolyta. Haben die hier gerne, Hippolyta. Okay, ich schau mal kurz. Transfer. Was können wir da rein transferieren? Kann ich da einfach alle Ressourcen? Aber der hat bestimmt Safe. Wie viel Masse hat denn der Safe? Masse unendlich? Ich teste mal kurz. Scheiße. Ich habe schon einen Muskel im Finger, der die ganze Zeit auf E drückt. Boah. Okay, aber bleibt das da auch? Ich speichere hier mal lieber. Ich frage mich, ob das auch drin bleibt. Das müssten wir eigentlich erstmal testen, ne? Und dann kann ich mir vorstellen, statt dass wir Ressourcen bei uns im Dingens, dass wir Ressourcen in diesen Lagern da, in diesen Lagercontainer packen, können wir nicht einen Safe hinbauen, der einfach alles hält? Ich meine, wow. Einfach wow. Okay, weißt du, was ich mache? Ich traue dem Spiel nicht. Tut mir leid. Ich traue dem Spiel einfach nicht. Wenn das alles resettet, dann ich fuck mich darüber mega ab. Das will ich nicht. Dann sage ich wieder Sarah irgendwas. Ja. Ich kann auch nicht einfach alles... Oder kann ich Transfer machen und einfach alles nehmen? So. Ja, ist glaube ich besser. Und hier ist die Auftragsbörse. Platziere Beweismittel, die Handelsaufsicht. Hacke Trade Tower, Core Kinetics, sabotiere Laredo Firearms. Gibt immer ein bisschen was, also wir können hier ein bisschen was verdienen, aber... Ja, das sind so Default-Sachen, glaube ich. Gute Arbeit mit dem Barkeeper. Du musst sicher noch öfter in einem Weltraum. Lässt du mir ein paar Sachen... Ja,
Pass auf, kannst du mal kurz Sachen tragen für mich? Am besten hier Ressourcen. Ich weiß noch nicht genau was. Hier zum Beispiel. Du magst doch Blätter so gerne. Das wiegt irgendwie nichts, ne? Körperflüssigkeiten. Ich lade meine Körperflüssigkeiten auf Sarah ab, das ist gar kein Problem. So, ich glaube, sie ist voll. Wir unterhalten uns später. Gut, wir haben ein Büro und wir haben Ryujin abgeschlossen. Als Techniker sind wir für die Vor- und Nachbereitung der Einsätze zuständig. Cool, ich freue mich. Das war also die Ryujin-Storyline. Die ging ja schnell vorbei. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hier bin. Ich wollte eigentlich zum Fahrstuhl. Und der ist hier. So. Das war die Ryujin-Storyline. Wir sind endgültig durch hier. Ich bin ehrlich gesagt ganz happy. Und als nächstes, gucken wir mal, als nächstes würde ich mich gerne mit den Außenposten beschäftigen. Ein bisschen. Das haben wir jetzt alles gemacht. Und jetzt würde ich mal ganz kurz eben ein bisschen auf Außenposten-Missionen, also die nächsten paar Folgen werde ich wahrscheinlich mit Außenposten rumpimmeln. Ne, bisschen Erze sammeln, dies, das. Und versuchen, irgendwie eine vernünftige Produktionskette, zumindest erstmal eine kleine, auf die Beine zu stellen. Und so, dass wir immer die Ressourcen kriegen, die wir brauchen. Vor allen Dingen, um uns weiterzuentwickeln. Eisen und Aluminium brauchen wir, glaube ich, vor allen Dingen. Und dann mal gucken, wie wir uns ausbereiten. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.